Ja, wir stehen hier in Trier bei schönstem Wetter, wie man sieht. Hinter uns ist der Dom zu sehen und vor allen Dingen auch das bischöfliche Palais. Das ist der Anlass gewesen, warum Kollege Eberts, Dirk Eberts, hallo. Und wir hier heute in Trier waren natürlich wegen der Causa Dillinger, die Rheinzeitung vor ein paar Tagen aufgedeckt hat und die seitdem hohe Wellen schlägt. Wir kommen von einem Interview mit dem Bischof. Herr Eberts, wie hat der Bischof auf Sie gewirkt? Ich war sehr überrascht. Ich habe den Bischof sehr demütig erlebt, aber auch relativ entspannt, obwohl dieser Skandal doch sehr hohe Wellen geschlagen hat. Ja, er hat auch gesagt, wie man weiter aufarbeiten will. Es soll ein eigenes Projekt geben neben der Kommission, was der Generalvikar federführend betreuen soll. Hat er denn auch was zur Zeitschiene gesagt? Wann will man denn überhaupt mal fertig sein? Also da hat er sich nicht genau festgelegt. Mein Eindruck ist, dass sich das zu einer unendlichen Geschichte entwickeln könnte. Ja, an Herrn Robbers, der ja auch in die Kritik geraten ist als Vorsitzender der unabhängigen Kommission, will er aber festhalten. Wie hat das auf Sie gewirkt? Das ist ein Punkt, den ich vollkommen unverständlich finde. Ich finde, nach dem, was bisher ins Tageslicht gekommen ist, dass Herr Robbers unhaltbar ist. Und das ist ja auch eine Einschätzung, die andere, also Misbit beispielsweise, teilen. Was glauben Sie denn, wie wird es jetzt in der nächsten Zeit überhaupt weitergehen? Was werden wir denn noch hören, auch von der Kommission oder aus dem Bistum raus? Also der Bischof hat ja eindeutig auch schon zugegeben, dass es sich bei der derzeitigen Lage des Missbrauchsskandals nur, und auch bei der Aufarbeitung, nur um die Spitze des Eisbergs handelt. Insofern gehe ich davon aus, dass sich das noch über viele Jahre hinziehen wird. Das hat er ja mehrfach gesagt, diesen Begriff Spitze des Eisbergs. Das ist ein Thema, was keiner gerne hat. Und alle fragen sich ja auch, ist das denn jemals fertig? Ist denn bei diesen ganzen Missbrauchsfällen, die ja keiner gerne hat, wir auch nicht, jemals irgendwann mal der Boden erreicht? Aber ich fürchte, so schnell wird das leider nicht der Fall sein. Das ist auch eine Erkenntnis, die wir heute hier aus Trier mitnehmen müssen.